Oh, ist das Luftpolsterfolie? Nein, noch nicht. Ich bereite ein Spiel für dich vor und dafür brauche ich das, aber du musst dich noch ein bisschen gedulden. Okay, klingt aber schon mal ziemlich gut. Und was auch gut klingt, ist, dass wir mit der Tongo-Show der Langeweile wieder gar keine Chance geben. Unsere Reporterin Natalia, die trifft zum Beispiel auf Schauspielerin Jella Hase in Berlin. Und Lisa, die zeigt uns, was man eben aus dieser Luftpolsterfolie alles machen kann. Und zwar, wenn man die nicht mehr braucht. Klingt gut. Und Kids Bob, die nehmen uns mit auf ihren Videodreh von Belladonna und zeigen uns exklusiv, was hinter den Kulissen abgeht. Und das war noch längst nicht alles. Deshalb würde ich sagen, legen wir jetzt los. Drei, zwei, eins, Wochenende! Echt jetzt? Okay, es geht wirklich um Luftpolsterfolie, oder? Hab ich dir doch gesagt. Ja, du hast aber auch gesagt, dass wir ein Spiel spielen werden. Mhm. Also, was für ein Spiel spielen wir? Wie kann ich gewinnen? Was kann man gewinnen? Ich Jonas, halt mal die Luftpolsterfolie an. Genau, das wollte ich sagen. Heute ist Welttag der Luftpolsterfolie. Ist ja krass, was gibt's? Ja klar, und deshalb zeigt euch Lisa jetzt, was man aus Luftpolsterfolie, die man nicht mehr braucht und die man ja mengenweise in Kartons hat, alles machen kann. Willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und liebt ihr es auch, wenn ihr etwas auspackt und es ist in Luftpolsterfolie eingewickelt? Ja, aber man kann auch noch was anderes mit Luftpolsterfolie machen, zum Beispiel Bilder malen. Glaubt ihr nicht? Dann passt mal auf. Oh, ach ja, ich habe heute drei verschiedene Ideen dabei, wie ihr mit Luftpolsterfolie kreativ sein könnt. Ihr könntet zum Beispiel die Luftpolsterfolie ausschneiden, anmalen und daraus ein Bild kleben. Das ist nämlich meine erste Idee. Dazu nehmt euch eine Vorlage. Ich habe mir ein Bild von Marina ausgesucht. Und dann könnt ihr einfach die Luftpolsterfolie auf die Vorlage legen. Und dann malt ihr genau das nach, was ihr später auch auf das Bild kleben möchtet. Ich male zum Beispiel die Meerjungfrauenflosse nach. Zum Glück können wir durch die Folie schauen und mit einem Stift direkt an den Linien entlang malen. Schneidet die Flosse aus und malt sie mit einer Farbe an. Ich nehme für die Flosse natürlich grün. Und dazu male ich zuerst die Folie hinten grün an. Und wenn das Ganze getrocknet ist, dann male ich die Luftpolster noch hellgrün an. Die Farbe muss nun auch noch trocknen und in der Zeit schneiden wir unsere Vorlage aus und können sie auf ein Blatt Papier kleben oder einen farbigen Bastelkarton. Und fertig ist auch schon das schöne Luftpolsterfolienbild. Sieht doch toll aus, oder? Ich habe auch noch mal ein anderes Bild gemalt. Und das Kleid von der Barbie aus Luftpolsterfolie gemacht und ihr auch drei Luftballons gebastelt. Und ich habe auch noch eine weitere Idee und die hat etwas mit dieser Teigrolle zu tun. Die findet ihr auf jeden Fall in der Küche. Und dann braucht ihr noch ein bisschen Luftpolsterfolie und weiter geht's. Wickelt die Luftpolsterfolie um die Teigrolle und schneidet die Folie dann so zu, dass sie komplett die Rolle bedeckt. Befestigt sie mit etwas Klebeband. Dann nehmt euch etwas Farbe und pinselt die Luftpolsterfolie ein. Ich will eine Unterwasserwelt machen und deswegen nehme ich ein dunkles Blau. Legt euch am besten etwas Papier drunter, da gegebenenfalls etwas Farbe daneben gestempelt wird. Jetzt kann es endlich losgehen. Rollt einfach mit eurem Luftpolster-Farbroller über das Papier. Und sieht doch toll aus, oder? Wenn die Farbe getrocknet ist, dann kannst du die schönste Stelle ausschneiden und noch bekleben. Zum Beispiel mit Marina. Sie lebt ja schließlich im Wasser. Sieht doch cool aus, oder? Ihr könnt aber auch die Luftpolsterfolie als kompletten Hintergrund für euer Bild nehmen und dann einfach eine Figur draufkleben. Da muss man sich nur zusammenreißen, dass man nicht die Luftpolster kaputt drücken will. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mit so einer Folie kreativ zu werden, dann braucht ihr Folgendes. Luftpolsterfolie, einen Stift und eine Schere, Klebeband und Klebestift, eine Vorlage eurer Lieblingsfigur, bunter Bastelkarton, einen Pinsel und Acrylfarben eurer Wahl und eine Teigrolle. Schaut doch gerne mal togo.de vorbei, denn dort findet ihr nämlich eine genaue Bastelanleitung zu den Luftpolsterfolienbildern. Und wenn ihr das nachgemacht habt, dann schickt mir doch auch gerne Fotos von euren Bildern zu. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo-Show-Kanal. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Zum Glück habe ich nämlich noch Luftpolsterfolie übrig. Okay,
Okay, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass man sowas Cooles aus Luftpolsterfolie machen kann, oder? Stimmt, aber man kann nicht nur damit basteln, sondern auch damit spielen. Jonas, ich habe einen Wettkampf für uns, die Luftpolster-Olympiade. Bereit? Das klingt voll gut. Moment. Was gibt es zu gewinnen, beziehungsweise um was spielen wir? Wir spielen um diese leckere Süßigkeiten-Dose. Oh, Box. Süßigkeiten. Box. Ist doch egal, Hauptsache Süßigkeiten. Stimmt. Oh. Aber nur, wenn man 3 Runden überstanden hat und als Gewinner hervorgeht. Also ich würde eher sagen, die Box bleibt bei mir. Nee. Okay, wir legen jetzt los, ja? Mhm. Okay, go. Und also, Süßigkeiten, wohin geht ihr? So, Jonas, für Runde 1 habe ich uns 2 Stücke Luftpolsterfolie vorbereitet. Okay. Innerhalb von 10 Sekunden muss jeder so viele Luftpolster wie möglich platzen lassen. Verstanden? Okay. Klingt einfach, hallo. Okay, lass uns keine Zeit verlieren. Okay. Und los geht's. 33. Ich glaube, ich war auf 28. Was? Wie viel? 32, glaube ich. Ja, gut, du hast gewonnen. Gut, das war auch mein Spiel, aber ich konnte ja nicht wissen, dass du so lahm bist. Okay, gut, dann machen wir jetzt einfach Runde 2. Die Süßigkeiten werden mir gehören. Ich glaube nicht. Okay, eben hast du gewonnen, jetzt bin ich auf jeden Fall dran. Aber was spielen wir eigentlich? Also, wir müssen über diese Bahn drüber gehen, aber vorsichtig, Jonas, denn bei dem, wo es am meisten ploppt, der hat verloren, der andere natürlich gewonnen. Okay, ein Schritt nach dem anderen? Ein Schritt nach dem anderen, weil es wäre ja fies, wenn jemand so einen Riesenschritt macht. Okay, dann leg mal los, bitte. Ich zeig dir jetzt mal, wie das funktioniert. Lass es ploppen. So. Oh, das ploppt aber richtig. Hier, also das Ploppen kennt aber auch. Okay, ich versuche einfach ganz vorsichtig. Das Spiel geht doch so, dass man wenig ploppen soll. Guck mal, ich kann schon viel besser jetzt. Na gut. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es klang sehr, also auf der Plop-Skala warst du sehr weit oben, würde ich behaupten. Naja, dann hast du ja jetzt deine Chance, es besser zu machen. Okay. So, leg mal los. Ja, zeig jetzt mal, wie das geht. So. Plop, plop. 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 Das hat dir viele Plopper gekostet. Und fertig. Na gut, aber du musst schon ein bisschen zugeben, dein letzter Schritt, der war ganz schön groß. Okay, ich gebe zu große Füße. Wollen wir nicht so sein. Die Runde geht an dich. Juhu. Haben wir noch die letzte Runde der Luftpolster-Olympiade. Und die werde ich gewinnen. Nicht. So, Jonas, bist du bereit für die letzte, alles entscheidende Runde der Luftpolster-Olympiade? Volle Konzentration. Für die letzte Runde haben wir hier ein Stück Luftpolsterfolie und wir müssen beide schätzen, wie viele Luftbläschen da drunter sind. Ah, ganz kurz Zeit zum Scannen. Okay. Fertig. Das war's schon? Ja, das war's. So schnell? Deine Antwort? 110? 100, sag ich. Und ob wir richtig liegen, sehen wir. Wie viel ist es? Wie viel ist es? Nein. Was ist es? Nicht im Ernst. 105 Luftbläschen sind hier drauf. Oh, das heißt, wir beide liegen genau. Also muss ich mir diese Süßigkeiten mit dir teilen. Das ist doch schön. Ich freue mich. Ja, ich fange schon mal an, ja? Ich auch. Okay, warte. Aber ich will das. Ich will das eine haben. Ich will das eine haben. Nein, oh, sobald wir hier noch essen, gibt es jetzt für euch Natalia. Die war ja unterwegs mit Jella Hase. Und da war es ziemlich, ziemlich lustig. Und da wird es auch sehr lecker. Oh, und noch ein Stichwort: Heinzelmänner. Zu essen. Und Heinzelfrauen. Mhm. In dieser Berliner Kinderbackstube bin ich mit Jella Hase verabredet. Sie ist waschechte Berlinerin und zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ihren Mega-Erfolg feierte Jella mit dem Kinofilm Fuck You Goethe in ihrer superlustigen Rolle als Chantal Ackermann. Hier ist eure Shanti. Ich liebe euch, also bleibt das gar nicht. Und jetzt bringst du wieder einen Film in die Kinos, und zwar Die Heinzels, Rückkehr der Heinzelmännchen. Weshalb wir heute nämlich, tada, auch lustige kleine Heinzelmännchen und Heinzelmädchen dekorieren auf unseren Muffins. Die Helvi. Ist das nicht süß? Bist du denn talentiert in sowas? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so. Also ich komme. Machst du gerne?
Ja, also mittlerweile backe ich lieber als früher, aber ich bin eher so eine Heavy. Also bei mir geht immer relativ viel schief. Du bist ja diesmal, stehst du gar nicht selbst vor der Kamera. Nein. Ne? Was Nein. machst du denn da? Erzähl mal. Also ich spreche Heavy, die kleine Heinzelheldin, die wir gerade schon gesehen haben. Und man kann vielleicht verraten, dass es was mit Backen zu tun haben könnte. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal rein, wenn du da so richtig in Action bist und vor dem Mikro anfängst, wild zu gestikulieren. Yes. Ups, Rakete, startklar. Ich bin Helvi. Ein Heinzelmännchen? Oh, Heinzelmädchen, sieht man doch. Und gemeinsam mit ihren Freunden entdeckt Helvi die Menschenwelt. Dort will sie das Backen lernen. Dabei erleben die Heinzels krasse Abenteuer. Kuchenbäcker-Lehrling Helvi meldet sich zum Dienst, großer Meister. Wenn ich jetzt Schauspielerin werden möchte, was würdest du mir als Tipp irgendwie auf den Weg geben? Was soll ich auf jeden Fall beachten? Also ich habe in der Theatergruppe angefangen. Mhm. Ich sollte eigentlich ein Musikinstrument lernen. Das war zu der Zeit nicht so wirklich was für mich. Und dann habe ich in der Theatergruppe angefangen, Theater zu spielen. Also erstmal Erfahrung sammeln. Mhm. Und wenn der Wunsch dann wirklich so beständig bleibt, dann gibt es ganz tolle Kinder- und Jugendagenturen, wo man sich anmelden kann. Erklär doch mal, warum sollte ich denn auf jeden Fall in die Heinzels gehen? Das ist ein Film für die ganze Familie, für die kleinen Kinder, für die großen Kinder, für die mittleren Kinder, für die alten Kinder. Und er macht total Spaß. Und es geht um Themen wie Freundschaft. So, also mein Heinzelmännchen ist fertig. Ich finde ja, es ist echt süß geworden. Was sagst du? Toll. Mit den Augen? Toll. Ganz, ganz süß. Also vor allem die Augen. Die Augen. Was war das denn für eine tolle Idee? Ja, ich weiß, ich glaube, es war deine. Also ich bin mir nicht ganz sicher, Warte. Wenn ich nicht mit diesem tollen Heinzelmännchen in eure Bande aufgenommen werde, na, dann weiß ich auch nicht. Aber wir sind noch längst nicht fertig. Es gibt noch den zweiten Teil und ich bin mal gespannt, was Sarah und Jonas gleich dazu sagen. Haben die beiden echt gut dekoriert, oder? Ja. Wenn man sagen, nur das Talent. Das stimmt. Und ich bin gespannt, ob Natalia jetzt wirklich bei den Heinzel-Ehrenmännchen aufgenommen wird. Was meinst du? Boah, definitiv. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Vielleicht solltest du erstmal deinen Mund leer essen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Jedenfalls, während du noch isst, schauen wir mal bei Fips vorbei. Er hat wieder spannende Fakten für uns zusammengesucht. Denn wir wissen, alle wissen es nicht. Wie bitte? Wir wissen alle, Wissen ist Nuss. Stimmt. Jetzt gibt mir auch noch eins. Ein fipsiges Hallo, meine Lieben. Heute habe ich mich mit etwas ganz, ganz Seltsamem beschäftigt. Und zwar mit Erwachsenen. Also Menschen wie eure Eltern. Hm? Und da habe ich mir angeschaut, was die eigentlich so in ihrer Freizeit machen. Barbie, Fußball spielen, zocken, nee, das machen die alles nicht. Und Nüsse sammeln machen die auch nicht. Unfassbar, oder? Auf Platz 3 steht bei Erwachsenen dafür Essen. Aber am liebsten nicht zu Hause, sondern sich schön bedienen lassen im Restaurant. Also ich fänd's ja auch mega, wenn ich meine ganzen Nüsse schon geknackt serviert bekommen würde. Aber nee, keiner knackt Nüsse so perfekt wie ich. Das mache ich lieber selbst. Aber faul bedienen lassen, wenn es um Pizza, manchmal auch Gemüse oder Spaghetti geht, da bin ich doch dabei. Das wird nämlich besonders gerne gegessen. Am liebsten gibt's aber Fleisch auf den Teller. Oh, hoffentlich kein Eichhörnchen. Und jetzt kommt noch ein richtig seltsames Erwachsenenverhalten. Süßes Essen mögen sie am wenigsten. Süßes auf dem letzten Platz? Könnt ihr auch nicht verstehen, oder? Pancakes, Waffeln, Eiscreme. Also ich würde ja auch nur das essen, wenn da eine Nuss obendrauf ist. Aber auch die kommt in der nächsten Lieblingsbeschäftigung mal wieder überhaupt nicht vor. Seltsam, seltsam. Auf Platz Nummer 2, Shopping. Da geht's zwar manchmal auch ums Futtern, aber eben auch um Klamotten und Elektrokram. Mann, oh Mann, ist das im Schnelldurchlauf ein Gewusel in so einem Einkaufszentrum, weil die Erwachsenen eben einfach so gerne da sind. Ja, und am Ende von so einer Shoppingtour, da freuen sich die Erwachsenen, als hätten sie eine Taschengelderhöhung bekommen. Dabei haben sie ja Geld ausgegeben. Ja, wirklich, wirklich seltsam. Aber nun zu unserer Nummer 1.
Und die sagt mir zumindest ein wenig zu, weil wir jetzt in der freien Natur sind. Und auf dem ersten Platz die Gartenarbeit. Männer mähen am liebsten den Rasen. Also, wenn der Rasenmäher startet. Und manche sind dabei wirklich sehr genau. Eure Mamas bepflanzen lieber Beete mit Blumen. Und über deren Blüten freuen sich nicht nur sie, sondern auch die Bienen. Ja, und der hier findet's auch gut. Nur fürs Unkrautjäten kann sich keiner begeistern. Also ich würde sagen, verfipst gute Arbeit. Respekt für mich. Aber damit habe ich die Messlatte fürs nächste Mal natürlich schon wieder sehr hoch angesetzt. Aber ach was, auch das kriege ich wieder locker hin. Also macht's gut und bis dann. Tschüss. Wenn ihr auch ein Thema habt, dem Fips mal auf den Grund gehen soll. Ja, oder uns eure Top-Favoriten, wie zum Beispiel die Top 3 Eissorten oder die Top 3 Togo-Serien schicken wollt. Dann schaut bei uns bei togo.de vorbei, da findet ihr ein Kontaktformular und ihr könnt uns schreiben. Und nicht nur das, auf togo.de findet ihr auch alle kompletten Folgen der Togo-Show und zum Beispiel Selbstgemacht-Folgen oder Fips-Folgen. Und nicht zu vergessen Kids Bop. Und die haben wir heute begleitet zu ihrem Musikvideodreh zu dem neuen Lied Belladonna. Hey Belladonna, du bist für mich wie Sommer. Singst du für mich? Ja, fast so gut wie Kids Bop. Fast. Hallo, ich bin's Kimi. Wir drehen hier gerade ein Musikvideo. Wollt ihr vielleicht reinkommen und ich zeige euch ein bisschen was? Also, hier ist die ganze Location, das Studio. Hier vorne sitzen die Eltern. Da hinten mit dem Monitor, mit dem großen Monitor, da sitzen alle Kids. Hier wird gedreht, da stehen wir dann und tanzen. Kommt. Say hello to the camera. Ja, hier ist die Kamera, mit der wir alles filmen. Also, mit der wir die ganzen Musikvideos drehen und so. Am Anfang war es noch was ganz Besonderes, da war ich richtig nervös. Aber inzwischen geht es und man ist nicht mehr so nervös. Es ist trotzdem noch richtig cool, so, wenn dann eine Kamera da rumläuft und man weiß, man wird gefilmt und dann, also es macht sehr viel Spaß. Blauer Lagunen, weißer Strand. Wir haben uns beide nicht gekannt, doch es war mehr als nur ein Tanz. Hey Bella. Sag mal, was hältst du eigentlich von der Idee, wenn wir Kids Bop mal zu uns ins Studio einladen? Sehr gute Idee. Aber da müssen wir alle ein bisschen enger hier zusammenrücken. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich guck mal, ich schreib den einfach. Versuch's einfach. Und jetzt zurück nach Berlin zu Natalia und Jelle Hase. So kommen wir also zu Stadt, Land, Fluss, aber der Wochenendedition. Das ist ganz einfach, Stadt, Land, Fluss, sagt ihr was? Ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Du kennst die Spielregeln? Ich kenne die Spielregeln. Die Wochenendedition bedeutet so viel, dass wir einmal anstelle von Stadt, Land, Fluss haben wir eben Tier, Sport und Essen. Du machst im Kopf hier einmal das Alphabet runter. Runde 1. Stopp. G. G? G. Das ist echt schwierig. Okay. Du darfst nicht gucken. Du darfst nicht bei mir gucken. Oh je. Schnell zeigt sich, Jella und ich sind wirklich keine Profis. Warte mal. Also ich fange schon mal an. Uch. Wow, der Anfangsbuchstabe steht bei mir. Jella ist da schon viel schneller. Fertig. Oh nein. So. Sport, Geige spielen? Was ist das denn für ein Sport? Das ist doch kein Sport. Ja, Mitleidspunkte. Das ist wirklich fair, danke. Alles klar. Runde 2. Stopp. Was ist wieder doof? Ha. Na gut, los geht's. Diese Ausreden, als würde mein Scheitern am Buchstaben liegen. Natürlich nicht. Ich sollte einfach mehr üben. Stopp! Nein, 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 nein! Stopp!
Dritte und letzte Runde. Stopp! K. K. Okay, K. Tja, und in Runde 3 zeigt sich, was dieses Spiel neben Schnelligkeit noch alles testet. Die Rechtschreibung. Irgendwas sieht doch bei dem Wörtchen Kekse komisch aus. Fällt es euch auf? Ja. Okay, gut. Naja, aber das können wir so wirklich nicht stehen lassen. Oder was sagst du dazu, Jella? Seid immer fleißig in der Schule, weil Rechtschreibung ist wichtig. Kommen wir also besser 20, zum Ergebnis. 30, 40, 10. 60, 65, 70. Okay. Was ich sagen? Ja, du gehst als ganz, ganz, ganz klarer Sieger offensichtlich hervor. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber ihr könnt es natürlich zu Hause auch einmal nachspielen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es geht irgendwie extrem gut am Wochenende. Und es geht nicht um Verlieren und um Gewinnen. Wir sind alles Gewinner. Wir sind Freunde. Haben wir hingekriegt. Oh, Kino hätte ich auch wieder richtig Lust drauf. Und die Heinzels kann ich mir auch gerne anschauen. Okay, dann gehen wir doch ins Kino. Okay. Ja, und ich lade dich sogar ein. Oh, mit Popcorn? Ja, klar. Und Getränk? Ja. Und Nachos hätte ich gerne noch mit Käse und Chili oder Salsa. Was kann man da noch drauf machen? Ja, klar. Und alles am besten noch in riesig? Oh ja. Jonas, du bist echt der Beste. Echt jetzt? Es ist wieder Zeit für einige Ideen, mit denen der Winter direkt mehr Spaß macht. Also schnell rein in die Trickkiste. Rutschige Socken im Winter? Kein Problem. Mit Trick 1 machst du deine Socken rutschfest. Schnapp dir einfach eine Heißklebepistole. Aber Vorsicht, verbrenn dich nicht. Lege ein bisschen Papier oder Zeitung in deine Socke. Jetzt machst du auf die Unterseite deiner Socke einfach kleine Klebepunkte mit dem Heißkleber. Kurz trocknen lassen und fertig. Dank der Klebepunkte hat Ausrutschen keine Chance. Trickstufe 3. Auch für Trick 2 brauchst du eine Socke. Eine besonders lange. Die hilft dir aber nicht bei kalten Füßen, sondern Händen. Fülle die Socke zur Hälfte mit Reis. Mach einen Knoten in die Socke und ab damit in die Mikrowelle. 2 bis 3 Minuten sollten reichen. Schnell und super warm. Hier für Trickstufe 1. Trick Nummer 3 schützt deine Schuhe vor Regen und Pfützen. Hol dir ein paar Schuhe, achte darauf, dass es kein Leder ist und reibe sie mit einer weißen Kerze, also farblosem Wachs, ein. Aber Vorsicht, reibst du zu viel Wachs auf deine Schuhe, dann bleibt eine weiße Schicht auf der Oberfläche. Das ist nicht so schön. Fertig mit dem Einreiben? Dann schnapp dir einen Föhn und erwärme das Wachs, sodass es schmilzt. Wie immer, sei vorsichtig, denn der Föhn kann ganz schön heiß werden. Nun heißt es abwarten und wenige Minuten an der kalten Luft trocknen lassen. Für den Albtraum jeder Pfütze gibt es Trickstufe 4. Viel Spaß beim Nachmachen. Das war's mit der Togo Show für heute. Ihr könnt euch aber alle Folgen der Togo Show auf togo.de und in der Togo Video App angucken. Außerdem auf unserem YouTube-Channel und jeden Samstag und Sonntag ab 8.25 Uhr bei Togo im TV. Wenn's wieder heißt: 3, 2, 1, Wochenende! Tschüss! Wann denn jetzt? Kino. Du, ja, wann? Ja, jetzt. Jetzt, jetzt? Bitte. Jetzt? Du hast mir Popcorn versprochen. Ja, das stimmt. Und Nachos. Oh Gott, ich hab dir viel versprochen. Hm. Oh.